Voll gezwungen. Willkommen zurück, Leute. Markus und ich sind wieder hier. Yay! Kanal wie immer in der Videobeschreibung, ne? Ist klar. Okay. Gib mal. Wie kann ich mehr tragen? Du hast mir gar nicht gesagt, wie viel die kostet. Okay, mit der Bombe ist es wie mit dem Typen. Wir können, glaube ich, nicht damit rennen. Ja, und bitte auch nichts runterspringen. Ach ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Und die nehmen wir jetzt mit. Weil ich will nämlich die große, fette Fee. Die hat übrigens 100 Rubine gekostet. Ja, treffen lassen möglichst auch nicht. Du musst sowieso um Umweg. Also rechts rum. Wieso? Weil da oben nicht ein Weg ist. Scheiße. Ja, sag ich ja. Bam, bam, bam. Voll dumm. Stirbt. Die Monster. You don't belong in this world. Acht. Woohoo. Hi, Bob-Typ. Ich liebe mein Schwert. Ja, so aufgeladen ist es schon eine ganz gute Waffe. Wie die Bombe ihren komischen Anzünde-Dingsbums hin und her bewegt, wenn ich runterlaufe. Wackel, wackel, wackel. Geh! Hä, wie viel Energie habt ihr alle? Wahnsinn! Naja, das Problem ist bloß, diese Fernkampfattacke macht so viel Schaden wie dein Familienschwert. Bam, bam, badadam, da, so. Und es ist egal, wie weit du dein Master-Schwert schon abgequadet hast, es wird immer denselben Schaden machen. Nein, nein, geht weg, lass mich! Au, scheiße, jetzt kann ich nicht mehr schießen. Egal, das Master-Schwert macht sowieso mehr Schaden. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Bombe ablegen kann. Mit A? Irgendwas mit L und R habe ich in Erinnerung. A müsste es sein. Du hast es schon abgelegt. Dir schneller. Ja, 2-1 und oh. Jetzt hast du aufgesammelt. 2-1. Boom. Boom. Es geht nur mit der Superbombe auf hier. Hallo Schatz. Wirf etwas rein. Ja, ich werf etwas rein. Was wirfst du rein? Ja, mein Bogen. Mein Bogen, mein Schwert und mein Schild werfe ich da rein. Nee, das Schild nicht. Hä, aber ich krieg doch noch ein goldenes Schild. Ja, habe ich geworfen. Danke für den Silberpfeil. Wie ich aussehe? Ich weiß, früher war ich wirklich schön. Könnt ihr euch erinnern, das war die schöne Fee. Die schlanke, schöne Fee, die ich so schön fand. Aber heute, Ganon hat mich verunstaltet. Aber um meinen Willen zu brechen. Deshalb vernichte ihn. Okay. Jetzt haben wir den Silberbogen. Und nur mit diesen Pfeilen kann man irgendwie Ganondorf besiegen. Ich habe übrigens gerade bemerkt, dass sich die Farbe der Pfeile tatsächlich verändert hat. Ist dir das nicht aufgefallen? Kann ich jetzt echt hier nicht mein Schild reinwerfen? Nein, kannst es gern versuchen, aber sie wird dir nur dasselbe Schild zurückgeben. Mein rotes Schild. Jetzt kriegst du halt mal mein Schwert. Bis jetzt haben wir das stärkste Schwert, Schwert Nummer 4. Hallo, komm her. Bla, bla, hast du es geworfen, yo. Ah, okay, dafür gebe ich dir was Besseres. Mein goldenes Schwert. Jetzt bin ich ein bester Held. Jetzt fehlt mir nur noch die beste Rüstung. Hä, aber wo kriegt denn mein besseres Schild her? Das beste Schild. Was man übrigens auch machen kann, ist Flaschen in den Brunnen werfen und füllt die Diele mit Magie auf. Oh, cool. Hier habe ich geworfen. Oh. Sag ich ja. Das bessere Schild bekommst du im nächsten Dungeon. Nee, da bekomme ich die bessere Rüstung. Nee, die kriegst du im übernächsten Dungeon. Ach so. Nee, doch, nee. Ja, jetzt ist das Nervige, du musst wieder auf den Berg klettern. Mir fehlen noch 2 Medaillons und... Achso, der blaue Stab, ja klar, okay. Ach nee, du musst ja noch gar nicht auf den Berg klettern. Du musst erstmal hier runter und dann da rechts hoch zur Hexe.
krieg echt im letzten Dungeon kriege ich noch ein Item nochmal. Also nochmal eine Rüstung, echt? Ja. Also sieh mal einer an. Hab ich alles schon wieder vergessen. Wegen euch kann ich kein Herz mehr schießen. Sieht doch. Was ich übrigens aus, in diesem Spiel ein bisschen komisch finde, dass man die zwei Rüstungen erst so spät kriegt. Also man kriegt ja die erste Upgrade-Rüstung erst im fünften Dungeon von der Schattenwelt. Ja. Was ja insgesamt eigentlich schon der... Das ist eigentlich schade. Wuhu. Eigentlich schon der achte oder neunte Dungeon ist, wenn man das Schloss noch mitzählt. Nein! Warum? Was soll ich hier? Naja, du kommst ohne das Erdmedaillon nicht in den Tempel rein. Ja, doch, ich cheate. Aber cheaten ist lame. Ich lese mal das Schild. Teich des Unglücks. Ich mag Unglück! Nicht wirklich. Aber Wayne. Eigentlich darf man sich überhaupt nicht beschweren, wenn man Unglück hat im Leben. Ich meine, man hatte was in diesen Teich geworfen irgendwann mal. Oh, Haifisch. Du hast mich aus meinen schönen Träumen gerissen. Nimm dies und verschwinde wieder. Okay, danke. Das ist das Erdemedaillon. Seine Magie lässt die Erde beben und lähmt die Gegner. Achte auf deine Magieanzeige, so wie immer. Hallo, Feenbrunn. Hallo! Oh, nein, da ist keiner mehr. Ich weiß. Trotzdem. Hier gibt's gar nichts mehr, oder? Nein, das war alles, was es hier gibt. Jetzt kannst du dich theoretisch in die Lichtwelt teleportieren, damit du schneller wegkommst. Futzheiß. Vor allem, verflucht sei derjenige, der es wagt, etwas in meinen Teich zu werfen. Tja, zu spät, würde ich mal behaupten. So, entweder ich mache jetzt gleich den Berg oder ich mache echt erst den siebten Dungeon. Was ist dir lieber? Ich weiß es nicht, gar keins von beiden. Ich gehe jetzt erstmal zu dem alten Mann. Du könntest ja jetzt erstmal den Stab holen. Gib mir Energie, bitte. Danke. Ciao. Also du könntest dir jetzt erstmal den Stab holen, wo du halt, Wo ist der denn? Der ist hier oben. Steine! Und ich glaube, der ist in der Schattenwelt. Das heißt, du müsstest jetzt hier oben in den Teleporter gehen, vor Heras Turm, und dann nach unten springen. Oder ich gehe in den Teleporter. Ja, klar, aber das bringt dir nichts. Willst du den jetzt nicht holen, denn weil sonst rennst du falsch. Aber was gibt's hier? Ja, da geht's zum nächsten Dungeon. Nein, ich war doch schon beim nächsten Dungeon. Ja, das ist aber der andere Weg zum nächsten Dungeon. Es gibt insgesamt 3 verschiedene Wege zum nächsten Dungeon. Voll dumm. Ja. Schon. Aber, naja. Au! Man muss nämlich hier überall runterfallen und damit man alle Herzteile kriegt, muss man auch manchmal den Spiegel einsetzen. In der Schattenwelt, versteht sich. Ja, das stimmt. Ich hasse den Berg. Ich glaube, ich würde es lieber in der Schattenwelt machen, weil ich kann dann immer in die Lichtwelt wieder zurück. Ja. Wo soll ich jetzt runterspringen? Hier glaube ich. Ja. Und hier müsstest du jetzt nicht den Umhang nutzen. Hä, wieso nicht? Ganz einfach, wenn du jetzt hier durchläufst, dann sind da ganz hinten am Ende sind Herzen. Und wenn du halt jetzt zurückläufst, dann ist deine Energieanzeige leer, wenn du den Umhang als erstes... Ich dachte, dass hinten Magie ist. Mhm, hinten sind Herzen. Ich riskiere das. Ja, dann wirst du am Ende Herzen verlieren, glaub mir. Ich habe 2 Feen und einen roten Trank. Na gut. Ich glaube, man kann sogar rennen.
gib's auf jetzt. Und hier sind Herzen. Hab ich doch gesagt. Aber ich glaube, meine Magie wird aufgefüllt, wenn ich die Truhe öffne. Nee. Doch. Nee. Doch. Fantastisch, der Birnerstab. Schwinge ihn und ein Ring aus Licht wird dich schützen. Ach, verdammt. Ich zeige euch das mal. Das ist nämlich genau das gleiche wie der Umhang. Nur es sieht so aus. Jo. Und ab jetzt kriegst du halt Schaden. Den hättest du halt vermeiden können, hättest du zuerst ohne Ding gelaufen. Ich sollte vielleicht öfter auf dich hören. Ich hoffe, du spielst das, kennst du es besser als ich. Aber ist ja Wayne. So, damit hast du das Item. Ich glaube, in der Teil ist sowieso keine Herzteile mehr, aber sicher bin ich mir nicht. Bam, bididi, didi, di, di. Ich bin Turbo schnell! Oder auch nicht. Aber ich renne auch ganz gerne so hoch, weil das spart Zeit. So, jetzt könntest du erstmal noch die ganzen Dinger runterspringen, oder... Hier gibt's nichts mehr zum Runterspringen. In der Lichtwelt gibt's noch was. Oder du gehst einfach direkt zu dem Felsen auf der anderen Seite halt. Aber ich glaube. Ich weiß, dass es in der Lichtwelt gab's ein paar Fake-Sprünge. Ja, aber ich dachte auch. Ich glaube, hier bei dem da auf der linken Seite oder also so. Hier kann ich auf jeden Fall noch runterspringen. Ich glaube, das war aber ein sinnloser. Jo. Okay. Auf der anderen Seite könntest du nochmal springen. Ja, habe ich immer gerade gedacht. Wow! Da könnte es sogar tatsächlich ein Herzteil sein, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß, einmal muss man, wenn man in der Schattenwelt auf so einem Balkon steht, den Spiegel benutzen. Ja, ja, in der Lichtwelt an ein Herzteil zu kommen. Das ist so mies. Ich sag dir dann schon rechtzeitig Bescheid. Du weißt doch nicht alle Herzteile. Ich weiß, wo das Herzteil ist, was du meinst. Hier runter. Und da müsste, glaube ich, ein Herzteil drin sein. Denke ich jedenfalls. Hallo, ich bin jetzt da. Also kommt raus, ihr Ladies. Ist vor allem dieselbe Höhle, bloß von der anderen Seite. Oh, ein Herzteil. Wie schön. Du hast ein Herzteil gefunden. Mina, ich bin Asasral, ein guter Rat von mir, der dir helfen wird. Steige auf den Brillenfelsen, von dort aus erreichst du Herastum auf dem Todesberg. Echt? Also ich bin halt immer beeindruckt, wie dieser alte, senile Knacker, wenn ich das mal so sagen darf, überall die Schilder einbringen konnte. Der war sowohl auch mal jung. Sowohl in der Lichtwelt als auch in der Schattenwelt. Ja, aber ihr guckt mal, in der Schattenwelt ist ja ein Baum. Zumindest ist in seinem Haus ein Baum. Ja, eben. Vor allem, was ich halt meine ist, klar, er war mal jung, aber die Schilder sind alle an dich gerichtet. Das heißt, er muss sie geschrieben haben, nachdem er dich kennengelernt hat. Okay, da gibt's nichts. Alles klar. Scheiß Felsen, ey. Ja, wie gesagt, jetzt hast du praktisch die Qual der Wahl, wo du gehst. Du könntest jetzt praktisch in der Lichtwelt auf der rechten unteren Seite nach oben, in der Schattenwelt auf der rechten unteren Seite nach oben oder halt über den Weg, wo du vorhin auch gegangen bist, auf der rechten Seite nach oben. Also praktisch hier in die Schattenwelt und dann mit dem Spiegel in die Lichtwelt und dann hinrennen und naja. Oh, ich weiß auch noch ein Herzteil, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, noch nicht geholt. Also, das ist aber nicht hier auf dem Berg. Das ist irgendwo weit unten auf der Ebene. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier noch ein Herzteil auf dem Berg gleich kommt, was du holen kannst. Hammer! Es fehlt uns nur noch ein Medaillon, Hammer. Leute. Dann haben wir alle Items. Alle, alle. Außer das bessere Schild. Jetzt verpiss dich, du Scheißtyp. Ja, dann hast du alle Items und fehlen dir noch die Herzteile. Und das Medaillon. Nee, Quatsch, du hast da noch nicht alle Items. Dir fehlt noch eine Flasche. Oh ja, klar. Oh, die hab ich voll vergessen. Jetzt, Trollfee! Das ist mir jetzt bloß eingefallen, weil ich halt schon eingeplant habe, dass du. Nein, lasst mich. Lasst mich durch! Freie Fresse, ey.
Okay. Weil ich halt schon eingeplant habe, dass du dieses letzte Medaillon bei der letzten Flasche gleichzeitig mitholst. So, wenn man das hier in der richtigen Reihenfolge betätigt, dann kommt ein Teleporter. Willst du die Reihenfolge wissen oder ausprobieren? Die Reihenfolge ist rechts oben links. Jo. Ich glaube, in meinem LP habe ich zweimal falsch gemacht. So, weißt du, was das Problem ist? Ich habe kein Mana! Ich habe kein Mana! Ja, genau. Nein! Scheiße. Egal, kannst du gleich das Herzteil von ihr holen? Mana! Mana! Das ist kein Mana drunter auf jeden Fall, dass du jetzt deswegen guckst. Mana! Mana! Also da drüben gibt es auf jeden Fall noch ein Herzteil, das kann ich mit dem Spiegel holen, das weiß ich. Dafür musst du dann in die Höhle hinein. Da muss ich irgendwie darüber. Ja, in die Höhle mit dem Stein. Welche Höhle? Die da? nee. Ach, ich kann mich erinnern, das ist nämlich alles fake. Ihr müsst nämlich hier lang. Man kann das übrigens sehen. Ja, aber nur wenn man Mana hat. Nein, man sieht es auch so im Emulator. Warte, ich kann es dir sagen. Achtung, du kannst 4 Schritte nach vorne gehen. Noch einen, noch einen, noch einen. Jetzt kannst du nach rechts gehen. So, jetzt nach oben links. Ach du Scheiße, ich habe zu schlechte Augen für so einen Scheiß. Ich habe eigentlich voll gut die Augen. Also rechts und jetzt links und dann hoch, genau. Das ist nämlich alles fake. Da kann man nur Rubine kriegen und die braucht keine mehr, alte Sau. Der wahre Schatz, der lauert hier irgendwo. Ja, oben sind übrigens Feen. Auf beiden Seiten oben. Da rechts ist nichts, ist eine Fake-Wand. Hä, hast du das Spiel auswendig gelernt? Ich habe mehrere LPs in letzter Zeit gesehen, ich weiß. Hallo Schätzelein, ich werde die Erholung schaffen. Erschaffen, beschaffen, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Ich weiß bloß nicht, ob ich mich noch an Herzteile erinnere. Das ist das einzige Problem, wo ich noch sehe. So, oben ist übrigens nochmal ein Feenbrunnen, allerdings mit kleinen Feen. Ich habe auch erst ein Let's Play dazu gesehen, fällt mir gerade so auf. Von wem denn? Sui und... keine Ahnung, war ein LPT. Okay. War es vielleicht sogar DK? Ich weiß nicht mehr. Hab ich vergessen! Aber ich erinnere mich, ja stimmt. Oh, soll ich da runterspringen? Nein, Leute, springt da nicht runter. Ich könnte da bestimmt runterspringen, aber... zuerst möchten wir das Herz da lohnen. Durch da. Da, da, da. Oh yeah, meine Herzteil ist geschrieben. Hallo. 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 Ja. Hallo. Ich bin voll gefangen. Jetzt bleibt dir nur noch eine Wahl. Naja, eigentlich zwei, aber... ich springe jetzt da runter. Was passiert dann? Dann kommst du einfach, dann sparst du dir den Rückweg durch die Höhle. Warum? Wow! Führte die, ich glaube, die geben Magie. Die sind brutal! Nee, die halten nur 2 Schläge mit einem normalen Schwert aus. Hau ab! Nichts. Keine Magie, schade. Nichts, nichts. Könntest du verrecken? Danke. Brauchst Magie. Das hier ist übrigens ein Dungeon. Ja, der letzte. Oder können wir nicht rein? Blöd, ha? Was gibt's denn links auf der Schattenwelt? Wow, nichts. Irgendwie ist das blöd, es gibt hier keine Magie nirgendwo. Tja, ich muss jetzt in die Lichtwelt mit dem Vogel zur Hexe fliegen. Aber wo ist eigentlich die letzte Flasche? Die letzte Flasche, die ist da, wo auch das dritte Medaillon ist. Also wie gesagt, die könnten wir dann holen. Wie weit ist eigentlich die Aufnahme? 19 und 20 Sekunden. Ah, du hast es jetzt im Blick. Ja. 10 Pfeile! Ich nehme nie Pfeil und Bogen. Was Wobei die Silberpfeile jetzt ziemlich OP sind eigentlich. Wenn ich da runterspringe? Dann bist du dann an derselben Stelle, wo du das letzte Mal runtergesprungen bist. Glaube ich. Das ist ein normaler Weg nach unten. Jetzt würdest du ja eigentlich den Weg ersparen, wenn du einfach runterspringst. Nö, ich muss mich hier umschauen. Bestimmt kann ich hier sprengen. Nein, kannst du nicht. Ich will aber. Es geht sogar in diesem Raum nicht weiter.
ich krieg Bomben. Und Rubine. Und Magie! Oh ja, Magie ist praktisch. Gut, dass ich hier reingegangen bin. Jetzt können wir eigentlich rein theoretisch in den nächsten Dungeon gehen. Stimmt. In den Dungeon. Dungeon. Dafür muss ich erst wieder in die Lichtwelt, dass ich wieder in die Schattenwelt gehen kann. Wie dumm ist das denn? Naja, das ist ja kein Problem. Dann machen wir den Turm nach dem und dann holen wir alles nach dem. Der dauert ja nicht so lange wahrscheinlich. Wo ist mein Spiegel? Ich muss mich betrachten und meine wunderschöne Schönheit betrachten. Hust, hust. Ja klar, wie gemein. Du weißt schon, dass das Link ist, der da in den Spiegel guckt. Das bist nicht du. Ich rede ja von Link. Nee, bei dem Dopface, was der immer aufsetzt. Erdbeben! Wäre viel cooler, wenn der Schildkrötenkopf rausgehen würde und seinen Mund aufmachen. Das ist in Link's Awakening. Nachbeben! Okay. Ich glaube, du bist ein bisschen Mana-verschwenderisch, ne? Ja. Aber dafür verbrauche ich nie Pfeile oder so ein Scheiß. Okay. Ich weiß, dass ich hier viel Mana brauche. Ja, das ist aber genug eigentlich. Du brauchst dieses Zauberelixier nicht wirklich, wenn du ein bisschen... Also brauche ich sehr Spaß. Naja, beim Boss ist es so, wenn du halt nicht Dauer verfehlst, dann ist es kein Problem Mana-mäßig. Aber ansonsten, wenn du oft gerne verfehlst, dann würde so ich mir bei doch... der fucking Motte. Dann würde ich mir an deiner Stelle vielleicht doch ein Mana-Elixier mitnehmen. Mina, verfügst du über das Zauber-Elixier? Falls nicht, solltest du nicht weitergehen. Okay, ciao. Aber dann muss ich wieder hier hinlaufen, das ist auch dumm. Ja, deswegen, also draußen ist... Entweder wir holen jetzt die Flasche und das Medaillon und gehen dann wieder hierher. Oder wir machen es gleich. Ich weiß nicht. Ich beende jetzt erstmal den Part. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ihr werdet dann überrascht. Haha. Ciao.